Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die schönsten Western aller Zeiten Box. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die schönsten Western aller Zeiten, wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl! Es ist eine umfangreiche Box und zwar haben wir hier insgesamt 10 Filme mit dabei. Classic Western Collection nennt sich das Ganze. Die 10 schönsten bzw. die schönsten Western aller Zeiten ist dann der deutsche Titel. Wir haben hier auf der Vorderseite die diversen Schauspieler, die hier mit dabei sind bei den diversen Filmen. Und links gibt es einen großen FSK 16 Hinweis, DVD Digitally Remastered. Warum? Weil die meisten dieser Filme schon sehr alt sind, also aus den Jahren 1952 bis 1967. Also das ist auf jeden Fall schon eine Zeit her. Das Ganze kommt hier in so einem Schuber, in so einer Pappbox. Hier lesen wir auch wieder Classic Western Collection, die schönsten Western aller Zeiten. Ebenso auf der Seite, auf der Unterseite nochmal die beiden Revolver. Und hier dann die Angabe, was uns hier bevorsteht. Also Classic Western Collection. Die schönsten Western aller Zeiten. 10 der schönsten Western der Filmgeschichte vereint Koch Media in dieser Box, die neben klassischen Indianer-, Rache- und Siedler-Stories gleichzeitig die größten Namen aufbietet, die das Genre hervorgebracht hat. 10 Western, inszeniert von Meistern wie Henry Hathaway, Raoul Walsh oder B-Movie-Legende Jack Arnold und getragen von Schauspiellegenden wie Orson Welles, Gregory Peck, Marlon Brando oder Dean Martin. So und nicht anders wurde der Wilde Westen gewonnen und der Mythos Amerika in der Filmwelt verankert. So, die Box enthält Speer der Rache, Fluch der Verlorenen, des Teufels Lohn, Abrechnung in Gun Hill, Schütze in Neumexiko, Als Jim Dolan kam, Südwest nach Sonora, Saskatchewan, Auf der Kugel stand kein Name und die Schlacht am Apachenpass. Die 10 sind es geworden. Dann haben wir ein paar Fotos, Filmszenen und dann hier noch die Infos. 835 Minuten gesamt, 10 Filme auf 10 DVDs, Dolby, Deutsch und Englisch, okay, und ein Barcode. Ja, das sind sie dann schlussendlich, die 10 Filme. Ist natürlich dann immer so eine Sache, also meiner Meinung nach gehören da auch andere mit dabei, beziehungsweise ausgetauscht, aber das ist eben das Problem bei solchen Best-of-Boxen oder Collection-Boxen, egal ob es jetzt um Musik, Film oder was auch immer geht, dass man hier nie alle zufriedenstellen wird und es immer irgendwie problematisch ist, weil man ja von der Anzahl begrenzt ist. Und ja, irgendwie wird dann jeder sagen, na, das hätte noch reingehört oder dieser Film hätte da nicht drin sein müssen. Wie auch immer. Gut, wir haben hier die 10 Filme und die schauen wir uns jetzt einfach mal der Reihe nach kurz an. Kommen alle in solchen, ja, Slim Cases. Das ist Film Nummer 1, die Schlacht am Apachenpass. Auf der Seite ist jeder Film hier so beschriftet, also weiß und dann schwarze Schrift. Auf der Rückseite die Infos, also kurze Inhaltsangabe plus die technischen Details und Bonusmaterial ist hier angeführt. Und eben Filmszenen, hier in diesem Fall 2 Fotos. Ja, ansonsten, soweit ich weiß, innen relativ unspannend. Ja, also hier gibt es kein Booklet oder sonstiges. Wirklich einfach nur die nackte DVD hier drin. Der Film übrigens die Schlacht am Apachenpass aus dem Jahr 1952. Die meisten dieser Filme sind, glaube ich, ab 12 Jahren. Aber nachdem ein paar auch ab 16 sind, haben wir auch hier dann den 16 auf der Box. So, dann der nächste. Auf der Kugel stand kein Name. Der ist aus dem Jahr 1959. Ich erspare euch jetzt die Details auf der Rückseite immer der Hüllen. Könnt ihr euch hier einfach kurz dann das Video anhalten und durchlesen. Ich werde es einfach immer versuchen, so kurz abzufilmen, dass man es eben lesen kann. So. Dann haben wir Saskatchewan. Ich hoffe, dass man das so ungefähr ausspricht, aus dem Jahr 1954. So sieht das aus. Der ist wieder ab 12 Jahren.
So, dann Südwest nach Sonora. In diesem Fall aus dem Jahr 1966. Dann, als Jim Dolan kam, der ist aus dem Jahr 1967. Auch wieder 12 Jahren. So, weiter geht's. Schüsse in Neu-Mexiko. 1952 erschienen. Auch hier wieder 12. Dann kommt der nächste. Shootout. Abrechnung in Gun Hill. Dieser Film ist aus dem Jahr 1971 und der ist jetzt zur Abwechslung mal ab 16. Also da dürfte es etwas härter zur Sache gehen als in den anderen. So, des Teufels Lohn aus dem Jahr 1957. Auch der FSK 16. So, der vorletzte, also Film Nummer 9, ist dann dieser hier, Fluch der Verlorenen aus dem Jahr 1952. Wieder ab 12 Jahren. Oh, Entschuldigung. Und als letzten Film haben wir dann noch diesen hier, Der Speer der Rache, aus dem Jahr 1955. Und auch dieser wieder ab 12. Also wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, waren 8 Filme ab 12 und 2 ab 16. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Die 10 eben gezeigten Filme. Diese 10 schönen Western aus den Jahren 1952 bis 1971 kommen hier jeweils in diesen einzelnen Slim Cases hier. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Box. Die schönsten Western aller Zeiten. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. den Filmen? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr das Ganze unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.